Und damit wünsche ich euch einen schönen Mittwoch. Ich hoffe, ihr seid soweit gut durch die Woche gekommen. Und ja, heute starten wir wieder durch mit der nächsten Jagd nach dem Great One. Wir haben hier ein bisschen Nebel, Frühnebel. Warten wir mal ab, wann die ersten da vorne gleich auflaufen. Ich hoffe, da haben wir ein paar schöne Exemplare mit bei diesmal. Vierer, Fünfer. Ähnlich wie wir die letzte Folge am Montag beendet haben. Gucken wir mal. So, und da haben wir die ersten, die hier schon langsam eintrudeln. Sind aber momentan alles nur Weibchen. Da haben wir noch welche. Das sind auch nur Weibchen. Was haben wir da? Da haben wir einen kleinen Bock. Das ist ein Dreier. Oh, den habe ich doch glatt übersehen. Da haben wir auch noch einen. Können wir auf 150 nullen und dann gucken wir mal. Ja, steht eigentlich gerade ganz schön. Und den sammeln wir uns auch mal gleich ein. Einmal nachladen. So, und dann gucken wir mal. So, ja, den haben wir auch ganz gut erwischt. Schön mittig, Doppellunge. Und dann können wir nämlich auch gleich hier rüber auf die nächste Position. Da haben wir schon mal einen schönen Dreier stehen. Da haben wir auch noch einen Dreier. Und den da vorne, würde ich sagen, nehmen wir uns raus. Ich hoffe, da kommen wir jetzt gut dran. Nicht, dass das Weibchen davor steht, aus der Position her. Ja, doch, genau. Das ist der Fall. Ah, da kommt noch ein zweites Rudel an. Beziehungsweise, ja, doch. Ich wollte sagen, beziehungsweise ein paar Nachzügler, aber das scheint nochmal ein eigenständiges Rudel zu sein.
sind wir, glaube ich, auf 300 Nullen. Bisschen runterhalten. Ja, das war ein bisschen zu hoch. Und ich saß gerade noch ein bisschen runterhalten, aber er fällt. Nicht gut erwischt. Aber da sollte er jetzt auch zum Liegen kommen. Ja, da liegt er. Dann würde ich sagen, sammeln wir den mal ein. Oh, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich gerade so, könnt ihr euch noch an das ganz, ganz alte Wasser dran erinnern, als das noch nicht so ruhig war und so? Diese Mega-Wellen, die hier immer waren. Muss ich gerade irgendwie dran denken. Liegt ja schon ein paar Jahre jetzt zurück, ne? Layton Lake an so ein paar Seen. Ich glaube, da ist das Wasser noch so, wie es damals war, ne? Nicht überall, aber ich glaube, so ein, zwei Seen waren da, wo das Wasser noch so komisch ist. Ja, der war in jedem Fall zu hoch, aber das war gerade eben auch schon abzusehen. Bei der Drauntanullung. Da war ich wieder einen kleinen Moment zu ungeduldig. So, wir gucken mal gleich rüber hier. Jawohl, da haben wir schon wieder ein Rudel stehen und das da sieht doch schon ganz nice aus. Da ist ein schöner Vierer mit bei, da haben wir nichts bei und ah, da hinten steht einer genau im Wasser. Das ist der Zweier, den wir am Montag hatten. So, der steht nicht perfekt, aber sollten wir eigentlich ganz gut reinkommen, wenn wir auf 150 Nullen. Sollte das ganz gut funktionieren. Ja, der liegt. Dann würde ich sagen, sammeln wir den auch mal ein. So, jetzt muss ich mal einmal kurz. So. Ich habe einmal gerade den Ingame-Sound ein bisschen erhöht. So, da haben wir ihn liegen. Schön in die Lunge, spitz rein, in Gold. Und dann können wir hier auch schon gleich zur nächsten Location rüber wechseln.
Er ist schon gleich auf der Flucht. Stand also in jedem Fall etwas näher hier dran. Vielleicht haben wir Glück und wir können ihn noch sehen und vielleicht auch erwischen. Naja, der scheint nach links abgehauen zu sein. Da haben wir aber wie ein Vierer stehen. 230 Meter können wir auf 300 ruhig hochnullen. So, dann können wir den einsammeln, der liegt. Ja, das sieht zumindest schon mal ganz gut aus, wenn so viele Vierer wieder im Rennen sind, dass wir jetzt genug Platz machen können, den Great One, dass wir genügend rausschießen können. Ich hoffe. Wir haben das ja schon mal gehabt, ein, zwei, drei, vier, fünf Mal, keine Ahnung. Da hat es leider nicht funktioniert. Da hatten wir einiges an Dias dann später mit bei, an Fünfern. Aber für den Great One hat es da noch nicht gereicht. Den haben wir auch in Gold. Schön in die Lunge. Ja, irgendwann muss es ja soweit sein, dass er dann auch wirklich dementsprechend getriggert wird. Wir sind ja jetzt doch auch schon dementsprechend lange hier mit bei. Irgendwann muss er kommen. Geht ja gar nicht anders. Ich meine, andere, na, ihr kennt das wahrscheinlich selber auch, 500 Abschüsse oder sowas und dann steht er plötzlich da. Und dann gibt es natürlich auch wieder andere, die schon an die 8.000 bis 10.000 Abschüsse hatten, bevor er da stand. Ich weiß nicht, wo wir uns momentan bewegen. Ich glaube, um die 5.000 rum vielleicht. 4.000. Ich hoffe, es dauert nicht ganz so lange, dass wir hier dann auch irgendwo gut um die fünfstellig bei rum sind an den Abschüssen. Ich hoffe nicht. Ja, gucken wir mal gleich, ne? Was haben wir denn hier? Wir haben hier einen kleinen Dreier stehen. Da haben wir auch noch einen Dreier. Haben wir hier hinten noch ein zweites Rudel? Ja, da haben wir noch einen stehen. Auch ein kleiner. Auch ein Dreier. Da müssen wir mal gucken, wer hier von denen hier am besten steht. Könnte, ja, der hier links sein. 265 Meter. Bleiben wir also bei der 300er Nullung. Damit sollte der aber auch gleich liegen. Ja, da liegt er. Und da ist der nächste. Mal gucken, ob wir gut reinkommen. Könnte ein bisschen weit unten gewesen sein. Ja, ich glaube, der ging in den Vorderbeinknochen. Ich weiß nicht, ob der noch fällt. Da habe ich jetzt auch dummerweise echt nicht auf die Entfernung geguckt, wie weit der wegstand. Ich habe ihn, glaube ich, viel zu nah eingeschätzt. Ich glaube, ich hätte höher gehen müssen im Anschuss. Deutlich höher.
es ist halt manchmal, dann ist man sich selbst echt viel zu sicher mit dem, was man macht. Bis zu dem Moment, wo man abdrückt, um dann festzustellen, nö, das war vielleicht nicht ganz so gut. Ich denke mal, der eine oder andere von euch wird das Problem auch kennen, aber man sieht, wir haben ihn erwischt. Wir haben jetzt 11:38 in-game. Ich werde da jetzt gerade separat nicht hinterherlaufen. Ich glaube, das mache ich off-stream, dass ich mir den nochmal hole. Aber sonst verlieren wir hier viel zu viel Zeit. So, hier können wir gleich auf 75 nullen. Auch eine Location, die am Montag unterging. Die haben wir dann nicht genutzt. Er ging daneben, das ist auch okay. Würde sagen, ich sammle den erstmal ein, bevor wir auf die andere Seite dann rübergehen. Ah, ich dachte gerade, da kommt noch einer. Können wir schon mal auf jeden Fall auf 300 wieder nullen. So, der war eigentlich ziemlich perfekt getroffen. Und dann gucken wir mal rüber. Da haben wir einen Dreier, da haben wir einen Vierer stehen. Der Vierer steht aber sehr schön, so dass wir uns den gleich auf jeden Fall jetzt hier rausnehmen. Und dass wir den auch gleich einsammeln. Muss ich gerade auch wieder dran denken, als ich mich mal irgendwann dazu geäußert hatte, dass ich es so mag, das Ganze eigentlich mit einem Schuss hier zu beenden. So soll es weitgerecht ja auch eigentlich sein. Da kam dann so ein Kommentar, ob ich denn überhaupt weiß, was ich spiele. Das ist schließlich kein Sniper-Simulator. Ja, ich glaube, ich kriege hier gerade in dieser Folge so ein paar Backflashes. Leute, aber genau das ist doch eigentlich das, was wir alle wollen, ne? Ein Schuss, Tier liegt und gut ist, dass man gar nicht erst nachschießen muss. Das ist doch eigentlich genau das Optimum, was wir hier alle erreichen wollen. So, gehen wir mal in die Hocke und hätte ich mir auch sparen können. Den hätte ich eigentlich ganz gerne gerade noch mitgenommen, aber ja, okay. Man kann nicht alles haben. So, ich glaube, das hier war er, ne? Oder hatten wir hier noch ein Kadaver liegen? Nein, hatten wir nicht. Der ist von der Bar in Doppellunge.
Silber hat er gebracht. Und damit switchen wir mal gleich hier rüber zur nächsten Location. Ja gut, der Strand ist nach wie vor leer. Das ist ein paar Folgen her, als wir da einen hatten, ne? Lass mal gucken, was wir hier jetzt stehen haben. Oh, einen schönen Vierer. Dahinter steht aber auch noch ein Vierer. Ja, da bin ich gespannt, ob wir vielleicht beide kriegen. Ich glaube nicht. Wenn wir den Vordersten nehmen, habe ich das Gefühl, dass er rübertreiben könnte. Das ist ein bisschen meine Befürchtung. Naja, das sieht gut aus, wenn er weiter läuft. Ja, sehr schön. Der ging deutlich darüber. Der ging knapp daneben. Schade. Sehr, sehr schade. Da hätte ich mir gewünscht, dass wir den vielleicht doch noch bekommen. Nun gut, wir haben zumindest einen Vierer da drüben weggeholt, den sammeln wir uns mal ein. Ja, wenn die Strecke nicht immer so lang wäre, ne? Aber ich glaube, wir konnten hier auch kein Zelt mehr hinstellen, ne? Ja, genau, richtig. Da waren wir wirklich schon wieder am Limit. So, irgendwo hier vorne muss er liegen, ne? Da liegt er, genau. Da bin ich schon ganz froh rüber, dass er echt nicht nochmal im Wasser stehen geblieben ist und ins Wasser reingelaufen ist. Und auch, dass ich nicht so perfekt erwischt habe, dass er gleich zusammengesackt ist. Aber immerhin noch in Gold und Lunge ein ganz safer Schuss. Sehr schön. Bin mal gespannt, ob wir an den drei möglichen Positionen hier jetzt mittlerweile wieder eine aktiv haben. Nein. 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 Okay. Dann machen wir uns keine Mühe, dann gehen wir direkt nach oben. Und ich hoffe, dass wir da dann auch gleich wieder vernünftig mit dabei sind. Da hatten wir jetzt Montag, glaube ich, auch zwei Vierer, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Da haben wir keinen.
Oh, Moment. Da steht ein Rudel, so. Blatt dran vorbeigeschlittert. Nö, da ist nichts Interessantes mit bei. Der sieht interessant aus. Da ist ein Vierer. Es dürften alles große Dreier sein. Wir nehmen uns den Vierer da vorne mal raus. Da kommt er zum Liegen. Wir gucken, ob wir den noch mit hinterher nehmen. Ja, ich glaube nicht. Da ist er auf jeden Fall zum Liegen gekommen. Müsste die Position hier sein, ne? Das heißt direkt zum Zelt und daneben sollte er eigentlich dann noch liegen. Na, gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, da liegt er auch schon. Ah, das war abzusehen, dass er nicht wirklich schön vorne irgendwo Leber oder Lunge erwischt hat. Aber immerhin ist eigentlich dafür relativ schnell gefallen. Und das ist halt das Entscheidende, ne? Je mehr Böcke runter sind, desto eher haben wir halt die Chance, dass auch dann wirklich der Große spawnen kann. Mythische hatten wir jetzt natürlich auch schon lange nicht mehr damit bei, ne? Hatten wir mythische überhaupt beim Dammhirsch? Gibt es den mythischen beim Dammhirsch? Eigentlich ja, ne? Keine Ahnung. Ja, schöner Blattschuss, wie er im Lehrbuch steht. Ja, und damit sind wir eigentlich schon wieder so weit, dass wir direkt hier oben hin können. Das heißt, gehen und gleich aufs Gewehr 75er Nullung. Und dann gucken wir mal. Ja, da hinten sind sie gerade dabei zu flüchten. Gucken wir mal, ob wir jetzt auf die 150er Nullung. Nee. Das fehlt, glaube ich, nichts. Nee, das lassen wir. Das ist es nicht wert. Nee. Also laufen wir erstmal hier vorne rüber. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch an den Stränden stehen haben. Links sieht es leider immer noch leer aus am Strand. Gucken, ob es gerade getäuscht hat. Nein, leider nicht. Hinter dem Weibchen steht noch ein Dreierbock. Da geht ein Dreier gerade stiften. Ja, die kommen ein bisschen zur Ruhe. Aber ich glaube, das wird nicht reichen. Ah, vielleicht kommen sie gleich nochmal zurück. Keine Ahnung. Da kommt ein weiteres Rudel an. Das sind jetzt drei,
vier, fünf Weibchen, da ist ein Bock. Auch nur ein Dreier. Dafür steht der Dreier hier aber auch jetzt offen. Haben wir noch einen stehen. Auch der liegt jetzt so gut wie daneben. Das spart uns die Lauferei. Die sind wahrscheinlich. Nein, die sind nicht abgesprungen. Das ist natürlich noch mal besser. 240 bis 170 Meter. Auch der fällt spitz in die Lunge. Die sind komplett abgesprungen, das war zu erwarten. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall noch drei Dreier, die wir uns jetzt einsammeln können. Und natürlich auch nochmal die Chance, dass vielleicht beim Einsammeln dann auch nochmal ein Vierer, Fünfer, sonstiges spawnt. Wir haben auch schon länger keine seltenen Fellfarben mehr dabei gehabt. Da haben wir tatsächlich noch einen weiteren Dreier. Ein bisschen komisch aus vom Fell. Ist es vielleicht genau das, was ich gerade ausgesprochen hatte? War der gescheckt? Oder hat es gerade getäuscht? Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, bevor ihr das jetzt seht, wie ihr das gerade eingeschätzt habt. Vom ersten Blick her. Vielleicht ging es euch ja ähnlich wie mir gerade. Da bin ich mal gleich gespannt. Aber ich glaube eigentlich nicht. Es sah aber auf jeden Fall auf den ersten Blick ein wenig so aus. Oh, Tatsache, ich hab's gerade eben noch gesagt. Seltene Fellfarben haben wir schon länger nicht damit bei gehabt. Und da haben wir's. Wir haben einen gescheckten. Das habe ich doch gerade gar nicht geklickt. Hab ich doch gerade gar nicht geklickt. Ja, Leute, da haben wir den gescheckten. Ich weiß nicht, warum der jetzt in der Beutetruhe liegt. Ich habe es nicht angeklickt. Das heißt, den werden wir auf jeden Fall nochmal mit ausstopfen. Ja, schön. Damit gehen wir heute mit einem Gescheckten raus. Leute, es hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Lasst gerne einen Daumen nach oben da.
Daumen nach unten, wie gesagt. Algorithmus von YouTube macht da kaum einen Unterschied. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Kommentar da, ein Abo. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Und dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt. Beim nächsten Mal begleitet mich gern wieder mit auf dem nächsten Jagdausflug. Leute, macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin und ciao. Hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.